I'm Christy. Ich heiße Christy und bin total in Dylan verknallt. Ich bin Pete und ich kenne Victoria seit 6 Jahren. Sie ist so cool. Wenn jetzt nichts passiert, verliere ich sie. Dylan, thanks. Dylan glaubt, ich habe ein Blind Date. Dabei geht es eigentlich um ihn. Hoffentlich sagt sie ja. Wenn nicht, bin ich am Ende. I'll be so hurt. I'd rather have ein Leben ohne Dylan kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich will raus aus der Freundschaftsfalle. Dieses Freundschaftsding hat ein Ende. Hi, ich bin Christy und kenne Dylan schon seit 3 Jahren. Er ist mein bester Freund und ich erzähle ihm alles. Das Blöde ist nur, dass ich total verliebt in ihn bin. Dylan ist der heißeste Typ, den ich je getroffen habe. Blonde Haare, blaue Augen, tolles Gesicht. Er ist einfach perfekt. Besser geht's nicht. Wenn du den Po kriegst, lade ich dich ein. Okay. Wir sehen uns 3 bis 4 Mal die Woche, so oft es eben geht. Wir spielen Hockey und ich mache ihn jedes Mal fertig. Oder wir grillen bei mir zu Hause. Angeberin. Ich liebe diese Fotos. Ist das nicht toll? Unser Prom war der beste Abend meines Lebens. Als er reinkam und mich sah, sagte er, Christy, du bist wunderschön. Ihm blieb die Spucke weg. Er war hin und weg von mir. Das vergesse ich nie. Ist er nicht süß? Ich dachte, beim Prom würden wir uns zum ersten Mal küssen. Aber irgendwie kam es nicht dazu. Brauchst du Hilfe? Übernimm mal, dann chille ich so lange im Pool. Kein Problem. Meine Eltern mögen Dylan sehr, aber mein Dad möchte nicht, dass ich einen Freund habe. Ich soll mich auf die Schule und das Hockey konzentrieren, denn er weiß, dass ich in die Nationalmannschaft will. Aber mein Herz spielt verrückt. Ich will nicht mehr nur die gute Freundin sein. Ich muss ihn fragen, wie er zu mir steht. Mom hat immer recht. Worauf hast du Lust? Nudeln mit Zucchini. Du weißt schon. Okay, wir nehmen ein paar mit. Wie findest du Dylan? Ich möchte ihn zu einem Date einladen. Wirklich? Ja, ein richtiges Date. Ich habe großen Respekt vor Dylan. Ich finde ihn großartig. Er ist ein sehr netter junger Mann. Wenn er ablehnt, weißt du, woran du bist. Aber pass auf, wenn er ablehnt, dann ist es eben so. Dann lass los, ja. Und dann bleibt ihr gute Freunde. Das Verliebtsein macht mich fertig. Ich muss Dylan sagen, dass ich ihn liebe. Ich war noch nie so nervös. Ich will keinen Korb kassieren, aber ich muss es einfach wissen. Heute ist der große Tag. Dylan ist auf dem Weg und ich bin total durch den Wind. Ich bin sowas von aufgeregt. Ich habe Angst, ich kriege keinen Ton raus und stehe da wie der letzte Idiot. Ich helfe Christy gern bei diesem Date. Ich bin wie ein großer Bruder für sie. Christy hat nicht oft Dates. Sie sollte sich etwas fraulicher geben. Ich stinke. Ich komme gerade vom Joggen. Du stinkst wirklich. Ich war joggen. Okay. Dylan, I'm really nervous. Ich bin total nervös. Was soll ich anziehen? Was macht ihr? Wir gehen Eislaufen. Eislaufen? Ja. Soll ich ihn absägen, wenn er es nicht kann? Ich meine, ich spiele Hockey und... Nein. Soll ich ihm helfen? Klar, auf jeden Fall. Soll ich Händchen halten? Ja. Okay. Ja. Ich schaffe es einfach nicht, es ihm zu sagen. Am besten, wir streichen das Date und ich sage es ihm hier und jetzt. Soll ich vorher zum Friseur? Das wäre gut. Glatt? Beim Prom sah sie fantastisch aus. Sie kann wirklich was aus sich machen. Auf zum Styling. Danke. Hi. Ich habe einen Termin zum Frisieren und Schminken. Ich gehe einen Kaffee trinken. Okay.
Ich bin froh, dass er nicht bleibt. Es soll eine Überraschung werden. Wie möchtest du's? Sexy. Okay. Ich glaube, ich stehe das nicht durch. Ein Teil von mir sagt, dass das nie was werden kann. Wir bleiben nur Freunde. Perfekt. Mein Herz rast, mein Kopf spielt verrückt. Ich habe mächtig Schiss. Viel Spaß. Danke. Und? Wie sehe ich aus? Wunderschön. Echt? Ja. Oh Gott, ich habe wieder Schmetterlinge im Bauch. Genauso war das beim Prom auch. Christy, du bist wunderschön. Aber vielleicht will er auch einfach nur nett sein. Auf geht's. Let's go do this. Auf dem Weg. Warum mache ich das? Was passiert hier? Ich bin so nervös. Gleich sind wir da. Entspann dich, du schaffst das. Meinst du? Klar. Hoffentlich. Es ist nur ein Blind Date. Was soll schon passieren? Es könnte schief gehen. Ich bin ängstlich, nervös, glücklich, traurig, alles auf einmal. Ich habe das Gefühl, jeder in Somerset kann mein Herz klopfen hören. Nach dir. Aufmunternde Worte. Bleib dir treu. Das ist das Allerwichtigste. Und sei nicht zu nervös. Ich versuch's. Ich will nicht mehr nur sein Kumpel sein. Mir reicht's. Auch wenn das jetzt in die Hose geht, ich will meine Gefühle endlich rauslassen. Warte. Ich muss dir noch was sagen. Ich hab dich angelogen. Wir kennen uns seit 3 Jahren und ich hatte noch nie einen besten Freund wie dich. Wir kuscheln, wir flirten. Vielleicht gibst du mir ja widersprüchliche Signale, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte. Ich bin seit 3 Jahren total in dich verknallt, Dylan. Du sollst mich nicht unterstützen. Es gibt kein Blind Date. Ich möchte, dass du mein Date bist. Ich? Ja. Nimmst du das Date an? Sehr gerne. Echt? Ja. Sie schießt und sie trifft! Lass dich drücken. Ich kann aber nicht Eis laufen. Holy shit. Das glaube ich nicht. Das kam mehr als überraschend. Ich sollte das echt mal lernen. Immer schön nach vorne lehnen. Das überfordert mich. Ich fasse es nicht. Nein? Nein. Und du durftest nichts merken. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Ist das nicht toll? Super. Wie kann man so auch noch Hockey spielen? Ganz einfach. Nicht fallen. Ich reiß dich mit. Umarmst du mich? Ja. Das ist besser als der Prom und als alles andere. Da hast du's. Alles klar? Ja. Hast du genug? Really? Gut gemacht, Christy. Okay. Hat's Spaß gemacht? Und wie? Echt? Ich war ewig nicht Eislaufen. Ich bin so glücklich über all das. Ich auch. Ich habe noch eine Frage, bevor wir den Kakao trinken. Möchtest du das alles hier oder willst du es bei einem Date belassen? Du willst ein zweites Date? Ich bitte dich um mehr als das. Um mehr? Ich würde sehr gerne auf ganz viele Dates mit dir gehen. Oh, I'm so cool. Bekomme ich einen Kuss? Wie bitte? Bekomme ich einen Kuss? Na klar. Und das Publikum flippt aus. Das hätten wir viel früher tun sollen. Jetzt haben wir es getan. Ab jetzt gibt's mehr davon. Das hoffe ich. Ich auch.
Ich komme mir vor wie in einem Liebesfilm. Endlich weiß er, wie sehr ich ihn liebe. Wir haben uns geküsst und es war das beste erste Date meines Lebens. Ich fühle mich frei und leicht und überglücklich. Alles bleibt wie gehabt. Nur, dass wir uns jetzt küssen. So happy war ich noch nie zuvor.